So, Freunde, es gibt wieder mal was Neues zum Thema Linux und heute gibt es auch am Ende des Linux-Podcasts Neuigkeiten, die sich nicht darauf beziehen, dass meine Kamera mich gerne unscharf macht, sondern unser Doc Rindrum hat natürlich Neuigkeiten, aber wie gesagt, am Ende gibt es auch noch eine zusätzliche Neuigkeit. Was das ist, bis zum Ende durchhalten. Das haben wir wieder mal. Servus, mein Doktor. Servus, mein Baron. Gut. Was gibt's Neues unter dem Linux? Ja, es gibt was Neues. MyTHUbuntu oder auch MyTH, also mein Home Theater TV. Da gibt es eine sogenannte Serverversion, wo man quasi einen Multimedia-Server zu Hause hätte, ja, mit dem man dann fernschauen kann, etc. Also ein sehr geiles Teil. Ich habe das selbst in Verwendung. Gibt es eine neue Version, die auch jetzt Gott sei Dank mit mehr Streaming-Formaten zurechtkommt? Das heißt, in Zukunft kann ich dann mein selbstgebautes Teil, damit überhaupt das AON TV empfangen kann, dann auch rausschmeißen. Ich muss es erst testen. Aber ja, ist an und für sich recht gut. Was kann dieser Home Theater Server im Allgemeinen? Ich hänge da jetzt mit zwei Streams praktisch beim AON TV drauf. Kann man über eine Website aussuchen, was alles aufnehmen soll, während ich was anderes mache im Internet oder nicht zu Hause bin. Das Teil schneidet einem die Werbung und die Werbejingles raus. Ja, das ist dann interessant, wenn man Serien oder sonstiges im deutschsprachigen Fernsehen aufnimmt, wo man ja dann meistens so 10 Minuten Dokumentation hat, Viertelstunde Werbung. Ne? Das wird dann geschnitten und man sieht dann eigentlich nur mehr in der Grobfassung das Ganze ohne Werbung. Ja, ist ein super Teil. Wird man vielleicht einen Videobeitrag irgendwann einmal auch sehen darüber. Was Wo? tut sich sonst noch am Linux-Sektor? Die Sommerpause ist auf alle Fälle vorbei. Sommerloch ist geschlossen, es gibt Neuigkeiten ohne Ende. Es gibt Neuigkeiten ohne Ende, das stimmt, ja. Aber das Lustige ist, ich erhalte in letzter Zeit auf meine Linux-Nachrichten immer mehr Hardware-Geschichten, Naja, ja. Und Raspberry ob Pi, der Arduino, nicht? Na, nicht nur das, ich habe jetzt heute aufgemacht, nur zufälligerweise das Admin-Magazin, das ist auch ein Linux-Magazin im Prinzip, ja. Und was lese ich? Die 20-Terabyte-Festplatte ist in Sicht, ne? Passt halt eher in den Hardware-Teil, aber ja, wir haben heute auch im Hardware-Teil ja schon über Linux geredet, also. Ist ja kein Problem. Siegert hat auf der Elektronikmesse in SITEC 2013 in Japan erstmals eine zukunftsweisende Head Assistant Magnetic Recording Technology vorgestellt, die bereits 2020 Festplatten mit einer Kapazität von 20 Terabyte ermöglichen soll. Ja, da muss ich doch sagen, eine gute Sache, da setze ich mich gleich auf die andere Seite von deinem Büdel. Was Naja, das glaubst du, ist. wenn du mir dann ins rechte Ohr einflüsterst, dass dann was Besseres zustande Ich kommt? flüstere, nein, weißt du, so müssen die flüstern. Das machen wir fertig, diese Seitenverkehre. Na gut, egal. Jedenfalls im Feed ist aber gut. Ich meine, gerade Linux, das ist immer so viel Speicher braucht, nicht? Ah, wie bitte? Naja, hin und wieder ein Scherzchen, Wie nicht? bitte? Also das Einzige, was ich weiß, diese ganzen NAS-Systeme und S und
S1-System, also das eine heißt ja Network Attached Storage, ne? Ja. Also ein netzwerkintegrierter Speicher, und das andere heißt Storage Attached Network, also sprich ein Netzwerk noch. Also in einer SAN weißt du nie, wo es ankommt, ne? Weil das Netzwerk dahinter kümmert sich darum, wo die Daten Ja, hinkommen. muss ich ehrlich Bei sagen, der ist mir. NAS. Bei der NAS weißt du ungefähr, wo du das einspielst, weil da hast du ja nur das freigegebene Verzeichnis, in das du es Richtig, einspielst. genau. Also, ich muss ehrlich sagen, das zweite, die zweite Variante ist mir eher unbekannt, muss ich Und ehrlich sagen. unbekannt, ganz einfach, weil das in größeren Firmen verwendet wird. Bin keine größere Firma. Nein. Ja. Ja. Schau, wenn du mal 10 Rechner hast, mach mal ein Cluster damit und spülen es ein. Ja. Okay. Na, ich weiß nicht. Naja, Gut, du würdest aber ja das. zumindest die Fernwärme im Winter ja sparen. Im Sommer weiß ich noch nicht, was wir machen. Ja? Ja, da Im Sommer glaube darfst du auf die Daten nicht zugreifen, weil da ist es dann zu heiß, aber im Winter hättest du deine eigene Cloud zu Hause, ne? ich dann. Naja, gut, ich meine ja. Mit dem Endeffekt, dass gut geheizt ist, ne? Gut geheizt ist halb gewonnen, aber muss ich ehrlich sagen, ja. Also, dieses Thema NAS zum Beispiel, das, ja, du hast ja einmal angeschnitten, du bist einmal unseren Freundeskreis anbauen nach dem Motto: Helmut braucht ein Headset, das braucht er eher wie ein Headset, weil ein Headset brauche ich zum Beispiel Helmut, nicht. das Problem, ich bräuchte das auch immer. Ja, so Ja, NAS könnte ich nicht weil durchkommen. Ja. momentan muss ich ehrlich sagen, also, ich bin ja jetzt in meinem Kurs und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich oft ein bisschen geschlaucht, so wie du durchs Gesundheitliche geschlaucht bist. Aber das nächste Backup rennt mir schon ziemlich nach. Also die Terabyte-Platten hast du schon installiert von wegen Ja, nur noch und 60 Gigabyte, bitte. Ja. eben NAS, auf NAS-Systemen findet man komischerweise immer nur Linux, Embedded Linux-Systeme, die das Ganze verwalten, die das ganze Gerät verwalten, etc. Irgendwas ist da heute Von wegen lästig. Speicherriese und so, ja. Ja, klar. Ich habe da heute irgendein lästiges Update, oder der Laptop, welcher sich dauernd ausschaltet, wieder einschalten. Das ist jetzt da nicht die Zeit, sich auszuschalten. Ja, das ist das Problem. Ich hatte dieses unter Anführungszeichen wichtige Windows-Update heute auch auf einer Och, das Maschine. war das Sicherheitslücken, ne? Ja, genau. 28 Sicherheitslücken wurden jetzt geöffnet, geschlossen. Entschuldigung, der freudsche Versprecher. Ja. Ich möchte nicht wissen, welche Lücken damit jetzt geöffnet worden sind. Ja, also so ist es nicht. Aber wir wollen ja bitte nicht auf dieses Betriebssystem hinhaken, sondern wir wollen uns heute wieder mal nur mit Linux beschäftigen. Richtig. Was gibt es sonst Neues? Apache hat auch ein eigenes Office und das ist jetzt auch mit einer neuen Release heraus. Also es gibt ja nicht nur ein Office, wie LibreOffice, wir wissen, und das Linux. OpenOffice, Ich kann mir Apache ja Office. aussuchen, was ich will. Ich habe das K-Office, das Caldera Office und Der was es Caldera. alles noch so gibt. Jeder ist ja Caldera quasi gibt's noch? frei. Caldera gibt's noch? Gibt's noch Caldera Linux? Gibt es noch? Es gibt einen Fork davon und der wird auch fleißig gepflegt. Ja, also Frage, warum heißt der Fork Fork? Weil Fork heißt ja eigentlich, habe ich heute erklärt, auf Englisch Gabel. Ja, deswegen, weil es eine Gabel ist oder eine Gabelung ist, ja. Es gibt eine alte Version, die genommen wurde, eins zu eins geklont, ja, und dann laufen zwei parallele Entwicklungen, ja. Und weil das sich eben gabelt, ja, heißt es Fork, ja. Richtig, und genau deswegen, ich frage das, ich habe mir das zwar schon so gedacht, aber ich frage das ja auch in Vertretung anderer, die sich denken, was ist ein Fork? Ne? Die meinen, ja, das ist ein Fork, von dem Fork da, also eine Vergabelung. Ja, nein, man muss ehrlich sagen, man denkt, ja, das ist halt, ja klar, das ist eine Abspaltung, ne? Eine Gabel. Aber heute, Eine Abspaltung ist was anderes als eine Gabelung, weil bei einer naja, Gabelung habe ich aber quasi den Punkt Null, wo
beide in der gleichen Version waren. Aber du siehst, mein Englischkurs zahlt sich aus. Ja, man lernt nie aus, mein Alterchen, du weißt es, ne? Ja, mein Alterchen, sagt er. Ja, ja klar, er ist ja jünger. Ne? Du bist eben um einige Jahre gereifter als ich, also. Ja, klüger und reifer. Naja, früher war es jung und knusprig, heute bist du nur mehr und, aber lass mal das. Ja, genau, also, du sagst das, weil ich behaupte ja nie das Gegenteil. Ne? Gut, also der Erfolg ist eine Gabelung, jetzt wissen wir das auch. Auch der geneigte Zuseher mag sich das bitte genau. Genau, ja, und zum merken. Ja, merken, bitte merken. Wir werden es demnächst. Nach wie vor noch Menschen, die das pflegen. Und naja, meine Frage. Linux ist ja selber quasi, ja, hat sich verabschiedet. Es gibt noch die eine oder andere Distribution im Netz runterzuladen für Menschen, die halt meinen, sie müssen es am Leben erhalten. Ja, weil das, weil zum Beispiel war ich ja anno 99 in einer Firma, die eben Caldera Linux importiert hat. Wir waren also der österreichische Ansprechpartner von Caldera Linux. Ja, und das da habe ich zum ersten Mal eigentlich irgendwas von Linux gesehen, ne? Weil mein Chef gesagt hat, ich habe jetzt bestellt und ein Caldera Linux. Und ich dachte, ein Caldera was? Ein Linux, aha, naja, gut. Und kann man das essen, ne? Kann man das essen, ja, das war aber nicht einmal schlecht. Also wir haben das, ich weiß nicht, was hat das gekostet? 900 Schilling oder was? 99 war ja noch Schilling. Ja, aber wir haben da glaube ich, was weiß ich, aus Winter da 50, 60, 70 Parken oder was verkauft, obwohl das ja alles eh geschwurz, oder? Hatten dann auch eine Dame, das war ja auch lustig, die ja auch bei so einem Kurs war, wie ich jetzt bin, vom AMS, die hat die Business Englisch. Und das, zu der haben wir dann gesagt, ja bitte ruf uns bei Caldera. Und um Gottes Willen, ich kann ja heute nicht anrufen, so, sie kennen doch Business Englisch, aber nicht ohne meine Unterlagen. Naja, gut, das war halt dann das, glaube ich, haben wir eh schon mal gesagt, aber. Weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, wo der mein Chef gesagt hat, können Sie sagen, Sie kann morgen wieder daheim bleiben. Danke. Wenn was, ja. Rufen Sie bitte bei Caldera in New York. Naja, gut, soweit zum Business Englisch. Aber eben, weil du jetzt Caldera erwähnt hast, ist mir das eingefallen. Aber es war auch noch physisch kein schlechtes Ding. Es gibt eben vom alten Caldera gibt es noch das Office, das ist am Leben geblieben, das wird weitergepflegt, eben auch Open Source. Ja, ja, ja. Die Distribution selbst gibt es, glaube ich, noch mit dem alten 2-Punkt-Irgendwas-Kernel, also mit dem alten 32-Bit-Kernel, gibt es, glaube ich, noch irgendwo eine Version im Netz. Ja, ja, der 64-Bit-Kernel sind ja momentan eh noch nicht so sehr verbreitet, finde ich. Ne? Bei den Hauptdistributionen schon, da kriegst du überall 34 und 32 Bitkernel. Es ist egal, ob das Ubuntu, SUSE, Linux ist, Red Hat. Fedora ist ja quasi ein Klon vom Red Hat. Ich nehme an, du wolltest nicht 34, sondern 64 Bit sagen. Du hast nämlich gesagt, 64 habe ich 34 Bit. 34 und 32, also 34 war nur 2 Bit mehr. 34 Bit wäre ein interessantes Betriebssystem einmal. Ne? 58er halb, ne? 58er ja, halb. Okay, ja, warum nicht? Ne? Ich mein, es gab ja auch früher diese Halb-Bit-Prozessoren, also die Halb-Byte-Prozessoren mit 4 Bit, wenn du dich erinnern kannst. So für, also ich bin älter wie du. Gut, muss ich ehrlich sagen, da kann ich mich nicht erinnern. Gut, aber du bist wahrscheinlich schon länger ein Hardware- und Software-Bastler wie ich. Ja, da hat man dann so Uhrenschaltungen realisiert damit, etc. Also ja, brauche ich nicht mehr als 4 Bit. Also. Kann man sich einen kleineren Prozessor auch leisten, der bündiger ist, genau. Gut, was gibt es sonst noch längst am Linux-Sektor? Entschuldigung. Es gibt Neues, nicht sehr viel. Es ist dann auch auf Updates rausgekommen, auch für Ubuntu. Bei dem einen oder anderen kann es dann passieren, dass die Grafik nicht mehr so funktioniert, wie es ist, wo er vorgestellt hat, nämlich dass dann der Treiber rausschreibt, also der X-Server rausschreibt, es passt irgendwas nicht, er findet irgendwas nicht. Das liegt aber eher daran, dass ja Linux derzeit Nvidia nicht so sehr unterstützt. Der geneigte Anwender muss sich halt dann durch die diversen Foren quälen, wie er das wieder einstellen kann. So wie ich habe das auch gemacht und dann irgendwann ging es einmal so halbwegs oder nicht und dann habe ich halt ein anderes Linux installiert, weil es mir am Zager gegangen ist. Ne? Mit der Lateiner sagt am Zager. Okay, gut. Mit der Lateiner sagt am Zager, ja. Aber könnte natürlich dem einen oder anderen geneigten Benutzer auch passieren.
dass er eben durch die Updates, speziell es sind Kernel-Updates gekommen, ein paar, die wiederum auch Sicherheitslücken schließen und auch neue Treiber einbinden, weil Linux ist ja da ein bisschen immer hinten noch. Muss ja die Hardware-Industrie immer quasi löchern, wie was wann anzusteuern ist. Aber funktioniert dann immer besser, ja? Oder stabiler zumindest. Eine Frage hätte ich. Ja. Wir hatten ja letztens die Sendung der Geburtstage. Ja? Was sagt der GNU Linux? Was man GNU Linux sagt, GNU Linux ist ja nichts anderes, die steht ja für General irgendwas. Ja, wie gesagt. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, ich hab's einmal gewusst. Peinsam, ja, bitte. Peinsam. Peinlich ist das, du bist digitalisiert, vergisst sowas? Ja, der Hildesheimer kommt ab und an zutage, ja. Hildesheimer? Aber es gibt ja die Tante Google, wo ich sage, GNU Wikipedia oder so, ne? Nein, ja, das brauchst du jetzt nicht, das ist ja wurscht, aber jedenfalls, ich kenne dieses GNU-Projekt schon ziemlich lang irgendwo. 1984, seitdem. Richtig, also 30 Jahre GNU-Linux wurde jetzt da gefeiert. Ich glaube, also der hat das 83 das schon gemacht. Aber jedenfalls habe ich das in einer News gelesen und es gibt ja wieder auf YouTube, wird auch der Herr. Ja, dieses GNU-Projekt oder namentlich bin ich jetzt nicht bekannt, vorantreibt oder vorangetrieben hat, ist auch in diverse Fernsehsendungen interviewt worden. Ich werde nur mal schauen, ich werde den Link da einbauen. Und, aber, ja, also er ist also kein großer Fan von Open Source, also von Gratis Software. Also Gratis Software. Ja, Moment. Open Source, ja, heißt gratis, aber nicht umsonst. Ja. Na richtig, und ich möchte aber alles gratis haben, weil das ist, ja. Also gratis, das heißt, ich kann mir die Software kostenlos aus dem Internet runterladen, ja, sie, oder das Betriebssystem oder wie auch immer. Ja, und sie aber, gratis betreiben ohne Einschränkungen. Genau, aber sobald ich einen Support brauche, muss ich was zahlen. Ne? Es ist einmal so im Leben. Ja, er meint eben, die Software sollte auch beim Support gratis sein. Nein, ich starte jetzt nicht neu. Die Software ist ja auch gratis, auch beim Support, die Software bleibt ja auch gratis. Aber ja, das ist schon richtig. Wie ich das einrichten muss, etc., dafür bin ich, sage ich jetzt einmal, der Meinung, ist es nach wie vor gut, dass man auch dafür was hergibt. Weil derjenige, der einem supportet, der muss vielleicht leben davon. Ja? Oder macht ja quasi eine Arbeit für jemanden anderen, also sollte man ja was zahlen dafür. Ja. Er ist gegensätzlicher Meinung, er meint, das kann man durchaus über Werbung finanzieren und dass der Einzelne nichts zahlen muss, auch nicht für Support. Na gut, dann werde ich mich an den Herrn Richard Stallmann wenden, der ja auch für das GNU-Projekt immer so schön steht, oder ist es vielleicht der P. Miller? Ja. Kann sein, irgendeiner von den zwei, glaube ich, war das. Also was das einer so ist, wenn er meint, man braucht nichts bezahlen, dann werden tagtäglich anrufen und um einen Rückruf bieten, weil mir ist das Telefon zu ihm zu teuer. Er möge mich doch bitte supporten, damit ich das auch nicht. Ja, das auch. Also er war da in irgendeiner Fernsehsendung. Also, ja, der junge Mann muss eigentlich so in meinem Alter sein, ist ja, schaut auch irgendwie so entsprechend birkenstockmäßig aus mit den langen Wallehaare und den Bart so habe. Und das ist ja sicher der alles, Stahlmann. Also. Ja, ja. Alles so grauer Bart, also ungefähr deine Barthaarfarbe, nur in sehr lang bis da oben. Nicht? Aha, Friedhofsblond hast du. Ja. Ja, genau. Friedhofsblond, ja, natürlich. Ja, das ist natürlich was ich nicht erinnere. Jedenfalls, ich muss ja überrascht, aber trotzdem, aber mein Gott, 30 Jahre auch schon wieder unterwegs mit dem Ding. Gratulation ja, auch von mir. Zum GNU dann das CYG-Win, also die Sidewin, das ist dann quasi diese Linux-Version, die unter Windows läuft. Ja. Wirst du sicher schon gehört haben, also die kannst du die unter Windows installieren. Ja. Naja, nichts geht. Quasi bitte. Unter Windows in einem Fenster, wie in einem Programmfenster, hast du dann eine Linux
Also ja, Linux-Umgebung eigentlich. Ja. Bin ich überrascht. Das kommt auch aus diesem GNU Linux heraus. Ja, also. Aha, naja, cool. Gut. Soweit so gut, weitere Neuigkeiten? Soweit so gut, weitere Neuigkeiten habe ich im Prinzip nicht, weil ich ein sehr fauler Mensch war und nur vor mich hingegammelt habe. Ich kann da nur kurz mal reinschauen in mein großes Ressort, in mein großes Rucksack. Ah ja, das Tor-Projekt stinkt, heißt es. Ja, ja, das hier eh. Der süße Duft der Anonymität, ja. Also was sagt uns das? Das CIA kann jetzt nur ein Projekt erknacken. Jeder, der irgendwo im Internet unterwegs ist, wird irgendwann früher oder später über Tor gestoßen oder gestolpert sein. Tor, was macht Tor? Tor anonymisiert den Benutzer im Internet. Ja. Das so. Und dann gibt es da ein sogenanntes Tor stinkt, wie soll ich sagen, diese Message kommt vom CIA. Ja, gute Nachricht für das Tor-Projekt. Von der NSA und dem britischen Geheimdienst GCHQ tauchen noch Unterlagen mit dem Titel Tor stinks auf, die im Rahmen eines gemeinsamen Anti-Tor-Workshops entstanden sind. Also die Herrschaften haben gemeint, man muss Tor sabotieren. Ja. Weil, wenn sie mit Tor unterwegs sind, dann sind sie so sicher unterwegs, dass on demand ja, nichts entschlüsselbar ist. Und die Herkunfts-IP wird auch noch geändert. Ne? Na? Das heißt, also wenn du über Tor fährst, wie ist meine IP oder so, wirst du dann wundern, dass er da sagt, du kommst aus Russland und bist in Kirchkesistan daheim oder sonst wo. Das ist eben Tor, ja. Ich kenne es, ich hab das auch schon verwendet. Es gibt es ja auch. Macht das Ganze halt nicht schnell. Es ist so langsam. Es ist langsam, aber dafür bist du total anonymisiert, ja. Ja. Also wenn du zum Beispiel irgendwelche Livestreams oder Videos oder was so verwenden willst, das kannst du vergessen. Das kannst du ohnehin vergessen, aber du könntest dir von den diversen Seiten zumindest relativ langsam dir das Video dann runterladen. Ne? Ja. Und dir dann, weiß nicht, in einer Woche dann anschauen. Ja. Ja. Kommt jetzt da an, wie lange, wenn das ein 2-Stunden-Film ist, dann dauert es circa eine Woche, bis es hier unten ist. Ja, ich glaube, also das ja, kommt natürlich auch auf die Internetverbindung an, aber ich glaube, ja, also, es ist ja das so, dass Tor ja alle, weiß nicht, wie Stunde oder alle 20 Minuten die IP-Adresse ändert, ne? Ja, eben. Von daher wirst du automatisch dann wieder umgelegt, ne? Wirst du wieder umgelegt, musst den Request erneuern, musst dann schauen, was habe ich hier etc. Wenn das dann so diverse Server sind, die sagen, du darfst nur alle Stunden mal was runterladen, ne? Dann wird es überhaupt interessant. Ne? Ja, ich kenne das Geschichtel. Ne? Das ist ja auch in den Fallschirmkreisen weit verbreitet. Ja, bei uns kannst du alles runterladen. Ja, na gut. Ja, habe ich, hätte ich einmal ausprobiert, dann habe ich gesehen, ich müsste dort 2 Tage warten und dann werden die Filme immer auf 39 Megabyte begrenzt und du darfst nur drei Stiche an einem Tag runterladen oder du ganz zufällig nimmst du natürlich den Bezahlservice, nicht? Und ja. Nur noch 99 pro Tag, nicht? Ja, dann pfeife ich drauf, dann krieg ich ins Kino. Na, da gibt es diverse, die verlangen, also ich kenne einen, der verlangt für einen Monat in etwa 7 Euro. Ja. Der ist nicht schlecht, dort lade ich aber keine Filme oder sondern der hat eher andere Dinge, die mich interessieren, wie Bücher etc., die mir bei meinem derzeitigen Arbeitgeber nicht leistbar sind. Ne. Ja. Und die öffentliche Bibliothek auch nicht hat. Ja. Ja. Muss man halt schauen, dass man irgendwie zur Literatur kommt. Der auch das andere, eine oder andere kommerzielle Produkt hat, das man dann zu Testzwecken privat ausführen möchte und sich nicht gleich kaufen möchte. Ne. Aber ja, sei jetzt einmal dahingestellt. Die Tests dauern dann meistens etwas länger, nicht? So 2, 3, 4, 5 Jahre.
Aber nur im privaten Umfeld, bitte, ja? Ja. Ja, ich meine, ja, gesagt, ja. Gut, soweit, so gut. Soweit, so gut. Wie gesagt, ich war in letzter Zeit, liebe Community, etwas sehr faul, ja. Ja, unser Aufgrund. immer so Kleinox ist aufgrund seiner Ich körperlichen habe Einschränkung. eine sehr große körperliche Bewegungseinschränkung Ja. derzeit. Also der Kopf arbeitet nicht mehr so richtig mit. Das ist halt immer ein Problem. Das bedeutet, du bist wieder zum Küssen, ja. Danke, danke, das ist aber nett von dir. Aber danke, Ja. überlasse ich meiner Frau, ja. Gut, ja, kein Problem. Also ich muss ehrlich sagen, es ist halt so, wie es ist. Nicht? Also Das ist halt, du hast hast ja du das letzte Mal. eine Neuigkeit für die anderen, ne? Eine. Richtig. Ja, wir haben ja gesagt, der Doc, wenn ich halt ein paar so Videos machen, das hat er ja schon im März gesagt, dann ist es heiß geworden, dann ist der Computer eingegangen, dann ist wieder kalt geworden, dann Dann ging ist er sein krank Be geworden, ja. Bewegungsapparat ein, nicht? Jetzt bewegt er sich nur noch eingeschränkt, also bewegt sich eigentlich eh eingeschränkt, aber doch, er sagt immer, er hat viel Zeit und immer was er war, sagt, ja, da habe ich keine Zeit, ne? Weil da bin ich dort und dort und dort, ne? Sag ich, jetzt, ich glaube, da kann sich nicht bewegen, ne? Aber ja, da bewegen wir uns dann schon hin, ne? Also, ich habe ja noch was von Kochkursen gehört und ja, also immer eingesetzt auf Deutsch, obwohl er sich nicht bewegen kann. Mir Und geht es nicht so gut, dass ich eine Frau habe, so wie du, die dich bekocht, von oben bis unten. Ne? ja Also. gut, ich meine, den geht er dir auch nicht bekochen, ne? Also, aber ich weiß ja, dass du nicht so ganz unbeweibt bist. Ne? Aber halt Ich habe eine weitläufiger. sogenannte Weekend-Beziehung. Ja, Eine Weekend, ja. Weekend-Beziehung. Ne? Vielleicht sollte das ja mal ausweiten, dann geht es da so gut, dass du was bekocht kriegst. Wenn Ne? ich eine größere Wohnung hätte, dann könnte ich darüber nachdenken, ob ich aus der Weekend-Beziehung eine Dauerbeziehung mache. Ne? Ja, wieso? Ich meine, schlüsselt die Frau irgendwo ins Eck und lass es durchschlafen. War der Scherzl. Jetzt werden sich die Quoten wieder senken, weil du deine frauenfeindlichen Meldungen da absonderst. Ja, Äußerungen Meldungen. von dir gegeben hast, Gut, beziehungsweise also wirklich sehr viele jedenfalls lange. Negativkommentare kommen. Also bitte nichts an mich, alles an den Herrn Baron senden. Ja, ich bin. Jawohl. Jawohl. Ja, also na, da muss ich. Das ist ja gar nicht wahr, bitte doch gar nicht. Ja. Jawohl, jawohl. Na gut. Also, Also man jawohl. sieht, Dr. Fürst beherrscht sein Werkzeug, ja. Ja, naja, mit der Maus herumfahren kann ich schon. Nicht so lange Das dort auf ist meine das Nase ist. den kleinen ECTL können wir dann abschließen, ne? Ja, richtig, der ist dann abgeschlossen. Kann schon mit der. Nein, es wird jetzt nicht neu gestartet. Das ist ja so wie Plastik. Mit dem Rollkugelmanipulator, ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt auch andere Leute, Die sich mit Linux befassen. die sich mit Linux befassen, kaum zu glauben. Und man lernt die halt so kennen. Und da gab es doch den Herrn Börne. Herr Börne ist in einer großen Firma beschäftigt, in einer Sagen wir so, österreichischen. seines Zeitens Systemadministrator und Richtig, aber das wird und über diesen hat sich administrativen Part uns einige. bereit erklärt, jetzt uns einige Sachen zukommen zu lassen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und nachdem wir unser lieber Doc aus Zeitgründen, technischen Gründen, Hitzegründen und Gesundheitlichen Gründen. gesundheitlichen Gründen nicht dazugekommen ist, hat der Börde am Wochenende einige Videos gemacht. Und zwar zum Thema, wie setze ich einen Linux-Server ohne grafische Benutzeroberfläche auf. Das heißt, das mit der grafischen Benutzeroberfläche bleibt noch unserem Herrn Doktor Das ist vorbehalten. nett, danke. Ja. Und wir hoffen, dass es dann auch in absehbarer Zeit, wie man so schön heutzutage sagt, zeitnah, es dazu kommen wird, dass auch dieses erstellt wird. Zeitnah oder zeitnah in einer fernen Zukunft? Ja, zeitnah in zeitnah, nicht in einer fernen Zukunft, wenn man so keine grafische Benutzung. Es steht ja immer überall, was du heute schaust, in einer nicht allzu fernen Zukunft. Ne? Ja, das mag schon sein, aber nicht bei uns. Bei uns steht es nicht. Und daher werden wir das in einer sehr nahen Zukunft machen. Zeitnahen Zukunft. Ja, genau. Und
So wird es ja immer. Wie gesagt, ihr könnt diese, er hat sich so viel Mühe gegeben, dass man das auf zwei Sendungen gesplittet hat. Den Teil 1 kann man jetzt, zu der Zeit, wo wir das aufnehmen, schon auf YouTube sehen. Der Teil 2 wird in 20 Minuten erscheinen. Und ja, es ist nicht optimal, wie immer hat unser Windblaster sich als Mimosa erwiesen, also genau in diese Tief-X-Varianten, die er aufgezeichnet hat, kann der Windblaster nicht ausspielen. Wir wollten das eigentlich direkt über den Player machen und direkt kommentieren. Also auch im Ja, das, Vorspann das ist erfahrt ihr eben ein was über den. Windows-Problem, dass man Ja, nur beschränkte Codecs das ist kann, ja. richtig, ja. Und im Vorspann erfährt man natürlich auch vom Bernie, was er da so macht und was ihm das alles wert ist und was er das jetzt alles macht. Gut, das war's schon wieder. Das war es also jetzt der heute für uns, sagen wir mal so. Und dann Also sage ich ich sage halt, ich heute, sag zum Abschied leise. ja, du sagst zum Abschied auch leise, Servus. Servus, man sieht dich zwar nicht, aber Servus.